So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Und wie man sieht, sind die Fragezeichen bleiben jetzt und sind da. Und das können wir natürlich jetzt wunderbar nacheinander abarbeiten. Wir werden aber jetzt hier missionsmäßig zum Füllhorn fahren. Das ist im südöstlichen Teil der Region Smuggler Coves, ne? Cove oder Cow? Ja, Coves würde ich sagen. Westlich des Dead Horse Swamp. Und dahin nehmen wir ein paar Fragezeichen mit. Ich fahre mit dir mit. Ich will mal eben ganz kurz gucken. Das in das Auto einsteigen. So ein bisschen. Will mich nicht wieder breitbeinig in den Kofferraum setzen. Das war kein schöner Anblick. Da weiß ich nicht. Ich meine, ich bin eine gut aussehende Frau hier, also von daher. Oh, da vorne sind welche. Ich schieß mal auf die. Nur zu. Gut. Hier ist ja nichts. Dann fahre ich mal zum ersten Fragezeichen. Ja. Das ist schon da vorne. Tutorial ansehen, Aufklärungsdaten sammeln. Scheiße. Dann halte ich kurz. Oh, hier ist oder willst du die angucken? Das ist ein Tier. Das ist ein Eva. Haben ihn gekillt. Oh, ich bin ausgestiegen. Ja, ich steige auch aus. Ich wollte den Eber looten. Wo ist er denn? Was für Hey, Alter. Jupp. Wo ist der Eber hin? Der ist unterm Auto. Ach, mein Gott. Ne, da ist er. Ich will ihn aber nicht looten. Hier was? Versuchen. Oh, ich habe eine neue Waffe. Zufälligerweise. Ein Aufsatz, Waffen. Machen wir ein Waffeneinsatzziel oder ein Aufsatzeinsatzziel oder ein Biwak? Ich habe drei Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Ich mache ein Waffeneinsatzziel mal. Ja. Waffe lokalisiert, so. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, Auto hinter mir. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Boah. Er hätte mich fast erwischt. Wo sehe ich denn nochmal mein Leben? Ach, da unten. Ja, ist klar. Kann ich irgendwas machen? Nee, ich habe keine. Oh, ich habe nochmal eine neue Waffe. LMG. Lass mir die mal einmal. Was ist da? Verbundstofffabrik. Oh, da ist nämlich das was Größeres. Boah, was ist das denn? Alter. Ja, schon. Vielleicht mal ausprobieren. Da hinten sind Gegner. Geradeaus. Da will ich mal die Waffe probieren. Lauf da mal hin. Ja, Verbundstofffabrik sehe ich auch gerade. Ohne die Kills. Nein, mach das. Ach, sie robbt am Boden lang. Soll sie gar nicht. Gucken, was diese Waffe jetzt drauf hat. Lässt mir ein. Oh, sie sind despawned. Er lässt mir keinen. Okay. Das heißt, hier ist. Hä, hier war gerade. Hä, die waren aber ein bisschen buggy irgendwie. Aber da hinten kommt ein Auto. Die kannst du haben. Nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich ja. Für meinen Fortschritt, da muss ich ja. Leute in 150 Metern Entfernung killen. Ja, da kommt ein Auto. Spotten mich. Überfahren mich bestimmt gleich. Schießen auf mich. Wir brauchen Unterstützung. Sie sind ausgestiegen aus ihrem Auto. Oh, die Waffe ist aber mega laut. Da kann ich mich nirgendwo mit anschleichen. Was ist die Mutter? Wegmachen. Gib mir mal eben ganz kurz Deckung. Ich bin gerade im Menü drinne. Ja, lieber die MP. Verdammt.
Noch einer. Auch. Ich weiß halt nicht, wie die meine Schüsse hören können, obwohl ich einen Schalldämpfer drauf habe. Meine ich zumindest. Das kann ich dir nicht sagen. Boah, hält dumme Granate oder irgendwas auf mich. Oh, das ist ein Mörser. Ja, geht das schon wieder los? Ja, ich hab auch gerade gedacht. Boah. Lauf erstmal ein bisschen außen rum. Mal gucken, ob ich hier irgendwo reinkomme. Ich bin gleich tot. Ich muss mich erstmal hinducken. Versuche hier hinten rum irgendwie reinzukommen. Ja. Oh. Okay. Oh nein, da ist eine, so eine Selbstschussanlage. Keine Ahnung. Boah, Alter, die Scharfschützen haben mich aber da oben. Ach, keine Chance, ich bin zu open gewesen, ich bin tot. Ja, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen zu weit weg dafür, um dir zu helfen. Wie lange ist deine Zeit, die du hast? Eine Minute. Warte, ich guck mal, ob ich dich kriege. Halt mich am Laufenden, wie lange das bei dir noch dauert? Wird noch massig. Ja, ansonsten lauf einfach weg und ich spawne dann sowieso bei dir. Ich lass dich hier nicht liegen. Bin gleich selber tot. Ja, alles klar. Ja gut, also vielleicht sollten wir uns dann auch nicht zu weit voneinander trennen. Ja, sollten wir nicht machen. Ich meine, ich habe jetzt auch gepokert. Das sah eigentlich auch sehr... Also normalerweise hätte ich dich jetzt nicht revived, weil es war echt aussichtslos da. Aber ich dachte mal, komm. Jetzt kann ich wenigstens sagen, mein einziger Tod bisher ist, geht auf deine Kappe. Bin im Gebüsch versteckt. Oh, da kommt eine Drohne mit dem Auto. Oh, ach, jetzt greifen die von hinten auch noch an. Die sind wieder da. Ich bin viel zu open. Ja. Ich chill gerade im Gebüsch, also die sehen mich nicht. Ja, ach, ich habe keine Chance hier. Noch mehr. Ich habe mich ins Gebüsch geschmissen. Oh, jetzt werde ich von Snipern dürfen. Wow, ich habe einen dicken Sniper kassiert. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist schon gut so, wie sie ist. Jawohl, ich habe eine Trophäe bekommen. Was hast du gemacht? Geisterschüsse. Ach, ich bin schon wieder tot. Ja. Also, ich weiß nicht, du wirst von beiden Seiten direkt richtig ins Kreuzfeuer genommen. Boah, ich werde auch. Ich kann dir nicht helfen gerade. Ich werde wieder... Nein, lauf weg, lauf einfach weg. Versteck dich irgendwo. Ja, lass deine Kameraden zurück. Ich glaube, man unterschätzt das richtig. Ja, wir müssen das wieder taktischer vorgehen, glaube ich. Oh, oh. Zurückziehen, ja, sag bloß. Ach, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Geh irgendwo in Deckung, geh hinter dem Stein in Deckung jetzt. Okay, so. Ja, mitten im Gefecht jetzt hier. Alter, was hast du denn hier für eine Basis ausgesucht hier? Ja, die war auf dem Weg. Ja, aber guck mal, die sind ja auch orange markiert. Das heißt, die sind schon stärker.
Wenn ich das richtig deute, die anderen waren ja weiß markiert. Hast du super ausgesucht hier. Einfach nur in die Basis hier rein. Drin. Ja, ich gucke mal, was ich hier von außen klären kann. Oh, das ist der Mörser. Aber ich bin in der Basis drinne. Oh, hier ist ein explosives Fass. Da sollte ich vielleicht dann doch mal von weggehen. Och. Ja, okay. Oh, du bist ein Arbeiter. Da hast du aber Glück gehabt. Ich hätte dich beinahe gekillt. Jawohl, den haben wir. Den Mann am Mörser haben wir. Das ist gut. Oh, das ist die Selbstschussanlage. Naja, die habe ich auch schon gesehen. Mal ganz nach oben. Oh, die hat es auf mich abgesehen. Was für tötet und bringt sie um? Chill doch mal. Ich glaube, ich kriege hier gleich Gesellschaft hier oben. Ich habe die Treppe im Blick noch ein bisschen. Also ein bisschen kann ich dir den Rücken noch frei halten. Ja, ich bin gut hier oben, glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch von der Selbstschussanlage immer ein bisschen safe. Oh, ich habe eine Verletzung, Alter. Ich muss mich heilen. Irgendwas tut weh. Wo sind die Dudes denn hier alle? Da unten ist einer. Tot. Also wer mich halt noch tierisch nervt, ist diese Selbstschussanlage. Ah ja. Verletzung. Kann ich mich denn heilen für L1? Ah ja. Was mich manchmal stört, ist, dass das über die linke und rechte Schulter gucken, dass das manchmal wechselt. Oh, danke. Ich muss gucken, wo ich hier reinkomme in der Basis. Da vorne ist so eine schmale graue Wand, da kann man einfach hochklettern. Ja, ich glaube, ich sehe sie. Kannst du einfach hochklettern. Wollen wir uns mal hier den Loot holen? Ein hartes Stück Arbeit. Ja, da unten ist auch eine Waffenkiste. Ja, ich bin jetzt bei der Waffenkiste. Ja, ich komm da hin. Ich weiß noch nicht, ob man die Selbstschussanlage, ob man die zerstören kann oder ob man da dran muss, um die dann irgendwie zu deaktivieren oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Ich bin auch hier. Aufsatz, ja. Schnappen Sie sich einen Soldaten, bringen Sie ihn lebend oder tot zu einer biometrischen Tür, um diese zu öffnen. Okay. Schunden. Schunden. Ach, da ist eine Anlage, die wollte mich gerade schon wieder spotten. Ich habe Handschuhe gefunden. Eine neue Pistole. Desert.
Hier ist ein Bauarbeiter, aber ich glaube, ne, der ist. Ist hier eine Etage oben? Weiter oben, ja, ne? Ja. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit der Selbstschussanlage hinkriegen. Oh, ich wurde geschossen. Okay. Oh, hier habe ich was gefunden. Okay, die Anlage kann sich also komplett im Kreis drehen, um 360 Grad. Vielleicht kann ich sie. Nein, du sollst dich nicht heilen, du dumme Nuss. Sollst du Splittergranate werfen? Okay, ich habe die eine Selbstschussanlage zerstört. Hier was untersuchen. Ein Biwak wurde aktualisiert. Okay. Dachte vielleicht, dass du hier irgendwo so ein Terminal hast, wo du den Strom lahmlegen kannst, aber ich habe noch nichts gefunden. Oh, ich habe eine neue Waffe gekriegt. Oh, warte mal. Also die Skilltech-Kiste schon gesammelt? Nee, noch nicht. Gerade anders hier unterwegs. Was hier? Komm ich da? Gib mir nach Granaten aus. Ziehen. Ach so, schnappen Sie sich einen Soldaten nach, das ist das, was du hattest. Na, ich weiß aber auch noch nicht, wo diese Skilltech-Kiste ist. Ach, da oben ist er. Dann bringe ich auf dem Weg einen toten Soldaten mit. Ja, ich komme zu dir. Ganz oben auf dem Dach. Drohne abgeschossen, mal gucken, ob den gibt irgendwas. Der hat mir eine Hose gegeben. Die Drohne hatte eine Hose an. Sehr schön. Arbeiter. Wo hast du denn diese Kiste, von der du gesprochen hast? Ganz oben drauf ist die. Es sei denn, du hast die schon. Ich ja, Weiß ich ja nicht. hier wo ich bin oder was? Ja, da ganz oben drauf. Da war bei Oh mir nein, noch ich bin eine Kiste. runtergefallen. Oh. Da war bei mir noch eine Kiste. Oh. Beinahe Fallschaden. Beinahe gestorben. Ich komme. Hier ist gar nichts. Doch, da war eine EMP-Granate.
Alles Granaten hier. Sensorgranate. Ja, die kann ich aber nicht aufsammeln. Simultanschussdrohne. Warte mal, das gucke ich mir mal an. Die Simultanschussdrohne ermöglicht bis zu drei Gegner gleichzeitig zu markieren. Benutzen Sie L1. Halten Sie L1, um zu eliminieren. Koop-Modus können bis zu 12 Gegner mit dem Simultanschussdrohne ausgeschaltet werden. Nee, krass. Jetzt müssen wir aber nochmal eben gucken. Ich würde jetzt nochmal eben die Gegner hier gerne killen. Ich eigentlich auch. Zumindest die noch da sind. Ich weiß halt nicht, ob da. Wir waren halt auf der anderen Straßenseite noch nicht. Ja, kann hier durchs Glas schießen, aber kann es nicht zerschießen. Wollen wir kurz die andere Seite noch auf. Oder oben ist noch so ein Abteil. Selbstschussanlage. Ja. Guck mal, dass ich mir die irgendwie hole. Ist noch eine Kiste. Gehen wir hier in das Gebäude rein. Vielleicht komme ich auch von oben dann. Bin oben Dach. Und zu kaputt machen, das Ding? Ich habe da beim Ich letzten Mal hätte eine die Granate Kiste. hingeworfen. Ja, ich. Ah, ich bin jetzt dran. Krass, ich habe eine MP5, die ziemlich geil jetzt ist von der Stärke her. Ah ja. Leider keine Gegner mehr da. Ist. Okay, ja, dann kann ich ja hier wieder runtergehen, wenn du alle getötet hast. Ausrüstung des Objektrats. Kennen wir das schon. Ja, noch nicht alle, aber bei dir ist ja noch eine Kiste, die muss ich mir noch holen. Ja, und bei dir ist auch eine Kiste, die ich mir holen muss. Also können wir auch tauschen. Da ist noch ein Gegner oder eine Drohne oder sowas. Ist ein Gegner. Aber was ich schon ganz gut finde, ist, die Dialoge sind halt wirklich alle auf Deutsch. Das ist Ja. ja sonst bei vielen Spielen nicht der Fall. Ja, das stimmt. Der glitscht sich hoch. Steve. Oh ja. Ja, die muss ich mir auch noch holen. Oh, neue Schuhe. Aber bei mir ist Action. Hast du ihn? Ja, sehr gut. Das, was mich nervt, ist, dass sie im permanent rumswitcht von über linke Schulter und rechte Schulter gucken. Ja, es ist bei mir auch. Ein bisschen doof. Da visiere ich gerade an. Oh, ich habe einen Schneidbrenner. Da visiere ich gerade an und dann merke ich, okay, sie ist wieder auf der falschen Seite. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Alles sauber. Sollen wir mal auf der Karte gucken, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist? Sehen wir die Kisten? Ja, ne? Da welche wäre? Ja, eigentlich schon. Könntest du mal deine Markierung da bitte wegmachen? Die irritiert mich schon die ganze Zeit. Okay. Die Kiste scheint hier nicht mehr zu sein. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier noch die zwei Fragezeichen, die hier sind. Aber es sind im Endeffekt noch drei.
will erstmal das hier machen. Da. Zur Mission kommen wir eh nicht mehr. Wir sind schon bei 25 Minuten. Also von daher machen wir noch die Fragezeichen und dann nehmen wir hier ein Auto. Ich komme sofort runter. Auf wen schießt du denn da schon wieder? Ich habe das doch gesehen. Gegner. Kann losgehen. Ja, ich sehe gerade, hier ist nur eine Kiste. Wird zumindest angezeigt hier. Ja, da ist versteckt. Ja. Hinter der E-Ladesäule. Ja. Ich muss sagen, das Autofahren, das fühlt sich aber irgendwie besser an als beim anderen. Ohne Pumpgun. Oh, eine Pumpgun. Oh, da geht's rein jetzt. Den überfahre ich da. Ja, der ist schon viel früher gesprungen. Ja. Den habe ich, wenn er um die Ecke guckt, ist er tot. Okay. Na, sehr schön. Oh, dann haben wir eine Kiste auf der anderen Seite. Naja. Gucken, was drin ist. Ach. Waffe. Oh, Auto von vorne. Tot. Okay, fahren wir weiter. Oh, da vorne ist was. Würdest du deine Markierung wegmachen? Die irritiert mich ein bisschen. Ja, mach ich gleich, wenn wir anhalten. Alter, ja, bist du denn da rausgehechtet? Sah ja gar nicht gesund aus irgendwie. Sehr freundlich. Wir sind überall Feinde, wie ich sehe. Aber wir halt jetzt noch ein Fragezeichen, da könnte man hin. Weil wir killen halt erstmal hier die Leute, die hier sind. Aber wir gehen da einfach mal in, wir gehen zu der Markierung hin. Da ist nämlich noch ein Fragezeichen. Gucken wir mal, was da so abgeht. Naja, ich bin auf dem Weg. Oh. Hinten reingesetzt. Oder kommt ein Auto? Oh, das hat dieses Symbol drauf. Das ist hier für die Teile. Skill Points. Blockiere. Weiß nicht, ist er tot? Ja, ja. Frage ist, was können wir jetzt hier tun? Fähigkeitenpunkt gab's. Hier für mich. Ist so ein cooleres Auto. Bin ich im Kofferraum? Ja, bestimmt. Nee. Nein, der Kofferraum ist so groß. Das? Oh, hier ist eine Information, warte. Waffe lokalisiert. Okay.
Also das Fahren, das macht hier schon Bock. Wie mal eben killen hier die drei. Bam. Wir haben Ärger am Hals. Oh, einer lebt noch. Boah, ich bin voll in die Schulter geschossen. Dann holen wir uns das A noch. Hier ist Munition. Sollen wir hier mal eben gucken? Ja, ja, können wir dann zu Fuß darüber gehen. Oh, ich werde von irgendwas gespottet. Heli? Das eine Kiste. Naja, besser als nix. Weiß, was hier drin ist. Und da ist ein Ausrufezeichen noch. War eine Hose drin. Hier ist wahrscheinlich eine Information noch. Ah, hier oben. Okay. Heißt jetzt das Auge, dass wir es aufgedeckt haben, komplett? Würde sagen, ja. Da steht einmalige Beute erworben. Okay. Schon mal gut. Aber in den restlichen Sachen steht ja auch erworben. Also ist das der graue Punkt erworben, abgeschlossen. Ja. Sehr gut. Da ist auch. Bei A ist jetzt auch erworben. Das ist das auch durch. Ja, okay. Nähert sich eine Drohne. Für uns. Hier ist irgendein Paket. Da ist er runtergefallen. Ja. Oh, die hatte... Eine Gillihose. Ah, die Drohnen geben also auch Loot. Das ist natürlich interessant. Gut, wir sind bei 33 Minuten. Ich würde sagen, dann geht's in der nächsten Folge weiter und dann schauen wir mal, dass wir Richtung unsere Mission kommen, die wir machen wollten, ne? Ja, wird langsam Zeit. Naja, mal gucken. Wir haben insgesamt hier 5 Einsatzziele. Ein Haupteinsatz, ein Nebeneinsatz und 3 Einsatzziele. Natürlich auch gut. Einsatzziel. Ah, da. Gott. Ich bin tot. Du hast mich überfahren, du Drecksack. Nee, ich glaube, du bist vom Blitz getroffen worden. Ja, also hat sich das angehört, tatsächlich. Hat sich eigentlich wie so ein Sniper-Schuss angehört. Ach ja, ach hey. Gut. Damit endet die Folge mit einem Kameraden, der einen Hinterrücks umnietet. Nicht gut. Ja, ich habe die Kontrolle über das Auto verloren. Naja, sagen sie alle. Da kann man nichts machen. Lebensgefährlich verletzt, ey. Boah. Du hinkst richtig. Bei Verletzung heilen, ey. Ich kann dir auch eine Wasserflasche geben. Ich kann nur noch mit meiner Pistole schießen. Wenn ich so schwer verletzt bin. Heile ich mich eigentlich? Jetzt hast du eine Mine gelegt. Ach du. Ich bin so schwer verletzt, ich muss jetzt eine Spritze nehmen, um mich zu heilen. Oder Pillen. Weil du deinen Spaß hattest. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.